Vielleicht gehen wir noch kurz auf die neue Regelung ein, weil das ist zum Teil schon ein bisschen herausfordernd, sage ich jetzt mal. Ja. Kannst du uns die ganz grob ein bisschen abreißen, sage ich jetzt mal? Ja, ganz grob. Ganz grob. Also prinzipiell, es gibt da Berechnungsverfahren nach einer VDI-Norm. Und im Großen und Ganzen geht es um das, es wird, wenn jetzt, ich nehme es jetzt einfach so her, ich habe da mein Dach, möchte da an der Traufe zum Beispiel meinen Kamin haben, den muss ich jetzt ganz grob gesagt so lange verlängern, bis ich die Dachseiten quasi über, also die Verlängerung von der Dachseite drüber komme. Bis ich da drüber komme. Genau. Es wird natürlich mit dem Berechnungsfahren, es wird irgendwas abgezogen, also deswegen kann ich jetzt da nicht pauschal sagen, einfach die Linie verlängern, also so quasi eine ganz lange Wasserwaage anhalten und so muss ich einen Kamin machen. Da sollte man dann auch eben immer mit, entweder mit einem Kaminkehrer oder mit dem Planer vor dem Kamin, wenn die das auch berechnen, schmerzen, weil, aber faktisch kann man sagen, je weiter ich vom First, also von der Mitte vom Dach, weg bin, umso höher muss der Kamin mittlerweile werden. Was hat das genau für einen Grund, sage ich jetzt mal? Also der Grund ist der, dass die Abgase, die wo einfach vor der Verbrennung entstehen, also es betrifft ja nur Holzfeuerstätten, also Heizungen, also Pelletheizungen, Holzefer, ganz normal, dass die Abgase da mehr verdünnt werden. Und der Abzug auch immer gewährleistet ist, weil es geht ja auch um das, wenn jetzt ich das Dach habe und komme von der Seite der Wind, da habe ich meinen Kamin und der Wind drückt da drüber, dann habe ich so Fallwinde, nennt man das. Und die Kanten auf den Kamin draufdrücken und dann zieht er nicht gescheit. Ah, okay, verstanden. Und halt, wie gesagt, eben auch die Verdünnung umhat, weil wenn die Abgase hier rauskommen, brauchen die länger, bis bestimmte Bestandteile kommen einfach wieder auf uns zu. Sag ich mal, und durch das, dass die her sind, ist halt die Verdünnungswahrscheinlichkeit einfach auch wesentlich größer. Was jetzt da vielleicht für die Frage stellen, was tue ich bei einem Flachdach? Da habe ich ja die... Da gibt es auch eben bestimmte Vorgaben beim Flachdach. Da wird einfach vom fiktiven First ausgegangen, der wo 20 Grad Dachneigung hat, und dann wird anhand von dem das dann ermittelt. Also ich würde immer sagen, wenn ich eine Dachform habe, entweder ich kann mich auf meinen Planer verlassen, der wo mein ganzes Haus plant, oder auf den Kaminhersteller, oder wenn er immer, oder ich rufe halt einfach einen Kaminkehrer und sage, du, das ist unser Hausplan, die Dachneigung haben wir, die Dachform haben wir, rechnet uns das schnell aus, wie hoch muss der Kamin sein. Dann ist man wieder auf der sicheren Seite.